So, machen wir die Tür zu. Ach, dann versteht man mich auch besser. Also, servus zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von mir. Ja, ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sehen, zumindest nur in der Kabine. Aber es gibt ja Arbeitsscheinwerfer und man sieht hier auf jeden Fall, was man dort treibt. Ne? Ich schaffe momentan die Äcker nochmal durch, tue das Saatbeet vorbereiten für die Wintergerste. Wir haben heute Freitag. Ja, der 1. Oktober, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, es geht Schlag auf Schlag. Und ja, es gibt noch einiges zu tun. Jetzt noch in Gruppe unterwegs. Und dann möchte ich schauen, dass ich morgen Mittag oder morgen Nachmittag, besser gesagt, dann noch mit der Drille losgehe und dass wir hier die Wintergerste ausbringen. Das Wochenende ist nochmal schönes Wetter gemeldet, wobei am Sonntag, ja, Sonntagnachmittag, Sonntagabend sind dann wieder erneut Niederschläge gemeldet. Ist an für sich nicht verkehrt, ihr werdet es gleich sehen, also staubt schon mächtig. Oben drauf ist schon wieder ziemlich ausgetrocknet, jetzt kriege ich gerade einen Anruf. Ja, der muss kurz warten. Und ja, morgen früh bin ich noch anderweitig unterwegs, aber das seht ihr dann noch nach und nach. Jetzt tue ich erstmal die Perspektive wechseln. Dann spanne ich euch auf die Kupfhalterung und dann geht es auch schon weiter. So, ich hoffe, das passt so von der Einstellung, damit ihr auch was seht. Also wie gesagt, ich gruppe das Ganze jetzt nochmal durch. Wollte heute eigentlich schon früher anfangen, habe auch noch einem Kollegen was helfen müssen und dadurch ist es jetzt später geworden. Und ja, ich habe dann vormorgen mit dem Steyr zu sehen. Muss ich mal schauen, wie das klappt. Der Steyr ist ein bisschen breit für die Sägekombination, aber es soll gerade so gehen. Das liegt daran, dass die Bereifung vom Steyr auch relativ breit ist. Also ich habe hier hinten 650er Schlappen drauf. Ich glaube, Standardbereifung sind 540er. Also das macht schon gewaltig einen Unterschied. Und mit den Reifen steht er halt relativ breit. Und die Sägemaschine hat eine Arbeitsbreite von 2,50 Meter. Also sollte es dann gerade so passen. Das sehen wir dann morgen letztendlich. Wie gesagt, abdrehen muss ich sie noch. Und den Schadrock muss ich noch verstellen, weil ich ja zuletzt die Luzerne gedrillt habe, gesät habe. Und ja, was gibt es sonst so zu berichten? Ich bin jetzt hier auf dem Acker, wo die Kartoffeln drin waren. Die haben wir draußen mittlerweile. Da haben wir die letzten Kartoffeln am letzten, wann haben wir die rausgemacht? Am letzten Samstag. Ja, letzte Woche Samstag haben wir die rausgemacht und letzte Woche Sonntag habe ich sie verlesen. Genau, also mit den Kartoffeln sind wir jetzt durch. Ja, der Ertrag war jetzt nicht wirklich zufriedenstellend. Also war kein gutes Kartoffeljahr. Und ja, aber ich denke, dass wenn wir uns dann nochmal gescheiter vor Ort anschauen, da werde ich euch dann mal die Sorten hinlegen. Einmal die Sorte Belana, dann die Sorte Jeli und dann haben wir noch die Sorte Blaue St. Galler. Ja, da können wir uns die mal genauer anschauen. Guten Morgen zusammen, wir haben mittlerweile Samstag, 7 Uhr durch und ich bin jetzt seit 35 unterwegs mit dem Steyr hin am Steuer, hängt ein 16 Tonner und vorne raus fährt der Kollege mit einem Klaas und dahinter hängen auch nochmal zwei Hänger. Ich meine, der erste Hänger ist ein 18 Tonner und der zweite ist ein 12 Tonner oder ein 16 Tonner, das weiß ich jetzt nicht genau, ist auch nicht so wichtig und der fährt vorne raus. Da helfe ich jetzt heute aus. Gestern hat man telefoniert und hat gesagt, dass ihnen noch ein Abfahrer fehlt.
ob ich da aushelfen könnte. Naja, klar, kann ich machen. Und so sind wir jetzt unterwegs. Die haben die Tage Sonnenblumen gedroschen. Also ich habe jetzt hinten eine Sonnenblume gelagert, der Kollege ebenfalls. Das ist jetzt Bio-Ware, also die Ware stammt von einem Bio-Betrieb. Und die führen wir jetzt weg. Heute Nachmittag will ich dann nach wie vor noch die Gerste sehen. Heute Nacht hat es bei uns geregnet, gemeldet war eigentlich nichts. Aber ich denke, so fatztrocken wie das schon wieder war und so wie es gestaubt hatte, da macht der Regen nichts. Da können wir dann auf jeden Fall heute Nachmittag dann wieder loslegen. Ja, später, wenn ich heimkomme, dann erstmal Drille einstellen. Wie bereits gestern schon gesagt. Und jo, Fläche habe ich gestern noch durchgeschafft. Und wenn wir dann später die Sämaschine eingestellt haben, können wir eigentlich auch schon direkt loslegen. Heute Sonntag, ja, und ich genieße ihn. Heute wird nichts geschafft, 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. Ja, ob man heutzutage noch von der Einheit sprechen kann, ist fraglich. Aber naja, lassen wir mal so im Raum stehen. Ja, gestern noch fertig gesät, Wintergerste ist im Boden, hat super geklappt. Das Saatgut hat gerade so gelangt. Und ja, habe jetzt hier alles in der Scheune stehen. Der Schlepper ist ordentlich eingesaut, eingestaubt, Kabine von innen auch ziemlich versaut. Aber es bleibt nicht aus bei der Arbeit, ja. Der wird jetzt kommende Woche erstmal sauber gemacht. Und dann auch der Kühler ausgeblasen, Filter, das kann ich euch eigentlich auch mal auf Kamera festhalten. Und ja, der Steyr ist seit dem 10. September. Also ich habe ihn am 18. August weggebracht. Und am 10. September habe ich ihn wieder geholt, ja, also war er ziemlich lange weg. Und ja, was war los? Na, ich hatte ja das Problem gehabt, dass mir hier der Keilriemen gerissen ist vom Kompressor.
Und das hat ja meistens auch eine Ursache, ja, wenn ein Keilriemen kaputt geht, gerade wenn der Schlepper so wenig Betriebsstunden hat. Und ja, was war da los? Also, ich habe mir ja damals die Frontzapfhelle nachrüsten lassen bei dem Schlepper bei der Firma Seiler. Und die Frontzapfhelle stammt von der Firma Südberg. Jo. Und jetzt haben die Monteure beim Seiler ein Distanzstück verbaut beim Einbau der Frontzapfhelle, wo man zuvor das Distanzstück von Steyr von der Welle runterbauen muss. Und somit haben sie jetzt ein Distanzstück auf das Distanzstück gebaut. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und daraufhin hatte die Riemenscheibe von oben nach unten, also ne, ich habe ja hier oben eine Riemenscheibe, unten eine Riemenscheibe, wo mir dann quasi auf der Welle läuft, wo wiederum der Keilriemen drauf läuft, und die hat einen Versatz zueinander von 1,5 cm. Ja, daraufhin ist der Riemen dann auch kaputt gegangen, hat nicht lange gehoben. Ich glaube, nach dem Einbau habe ich, ja, was habe ich drauf gefahren? Ich glaube 40 Stunden, und dann ist der Riemen gefreckt. Ja, lass es 50 sein, ne? Ja, irgendwo so im Dreh. Auf jeden Fall hat es nicht lange Kurve. Und den Schlepper hatte ich ja zum Bach gebracht, ja. Der Bach wiederum hat das Ganze dann umgebaut. Aber man musste ja auch erstmal klären, ja, was ist da jetzt Sache? Warum ist ein falsches Teil verbaut? Dann ging die Telefoniererei damals los, ja. Ich war ja noch im Urlaub, das war Ende August, da war ich im Urlaub. Und ja, dann ging die Telefoniererei los. Das Hin und Her zwischen Firma Seiler, Firma Bach und Firma Südberg, ja. Letztendlich haben die sich dann irgendwann untereinander verständigt, und dann wurde da die Teileliste abgefragt. Dann wurde geschaut, welches Teil denn hier am falschen Platz ist, falsch verbaut wurde. Und ja, das Ganze hat sich ziemlich gezogen. Die Kosten von dem Ausbau und dem Wiedereinbau. Man muss ja wieder alles ausbauen vorne, dann wieder einbauen und. Die Kosten, die muss ich nicht tragen. Wie gesagt, war ja ein Montagefehler und geht deshalb auf die Kappe vom Seiler. Dennoch ärgerlich, vor allem, dass das Ganze so lange gedauert hat. Und ja, wir sind alles nur Menschen, Fehler passieren, aber es ist trotzdem ärgerlich. Genau, also so viel dazu. Das war die Geschichte mit dem Keilriemen. Dann habe ich ja noch ein Elektronikproblem gehabt. Da war dann ein Kabel durchgescheuert. Das Kabel lag unter der Kabine. Welches Kabel das jetzt genau war, weiß ich bis heute noch nicht. Und das haben sie dann beim Bach auch noch ausgebessert. Und ja, genau. Aber er stand dann halt wirklich nur so lange beim Bach, weil das Ganze hin und her, bis es dann geklärt war, die Ursache oder welches Teil jetzt falsch verbaut ist und. Das muss dann erstmal geklärt werden. Dann hat man da halt eine Weile gebraucht. Aber es ist, wie es ist. Jetzt ist er wieder da seit dem 10. September, und ich habe seitdem jetzt auch schon einige Betriebsstunden draufgefahren. Gestern waren es, glaube ich, auch wieder. Aber wie viel waren es? 10 auf jeden Fall. Ich glaube sogar 12. Und er läuft soweit wieder, hoffen wir auch, dass es so bleibt, ja. Hier der Case, der ist auch wieder zusammen, den Hammer zusammen gebaut, letzte Woche Samstag, ja. Wie ist das verlaufen? Da war es so, dass ich ja hier die Teile bestellt habe beim Seiler. Und das hat dann 3, 4, 5 Tage gedauert, bis die Teile da waren. Momentan dauert alles etwas länger, aber ja. Wir wollten den Bulldog wieder zusammenbauen, hatten die O-Ringe da. An dem T-Stück war ja der eine O-Ring kaputt, deswegen hat es da so Öl rausgedrückt, oben am Filtersockel, wo der Hydrauliköl-Filter verschraubt wird. Und die Teile haben dann nicht gepasst. Ja. War natürlich sehr ärgerlich. Ne? Man wartet ein paar Tage auf seine Teile, dann passen die Teile nicht. Dann haben wir die Teile privat organisiert, genau. Die anderen Teile, die ich bestellt hatte, die hatte ich wieder zurückgesendet, weil das waren zwar 10 H-Teile, aber bestimmt nicht für den Farmal 75C, weil die viel zu groß waren. Ja, dann haben wir uns das anderweitig organisiert, die Teile, und haben die dann letzte Woche Samstag eingebaut. Das hat dann alles prima geklappt und das hält bisher auch alles wieder dicht, also der Schlepper läuft. Hab bis gestern jetzt noch den Frontlader hier gehabt, den haben wir dann auch noch fix angebaut. Und also jetzt kann ich sagen, die Maschinen laufen wieder.
da war jetzt echt wirklich der Wurm drin und ich hoffe, dass, ja, ich hoffe, dass das Ganze auch dann so hält. Und hinter der Scheune steht jetzt noch der Mähdrescher, der steht jetzt ja, seit der Ernte wirklich draußen. Ich habe ja keinen Platz gehabt in der Scheune, weil der Case auseinander war. Und der stand dann über längere Zeit. Ich habe eigentlich gedacht, das wird die Sache von ein paar Tagen, die Teile bestellen, Einbau, fertig. Aber hat sich dann auch wieder gezogen, ja, dadurch, dass die Teile nicht gepasst haben. Jo, so nebenbei, jetzt fängt es an zu regnen. Einwandfrei, perfekt. Haben wir gestern alles richtig gemacht mit der Aussaat. Und jetzt muss ich natürlich gucken, kommende Woche, dass der Mähdrescher eingewintert wird, nochmal komplett sauber gemacht, dann komplett abgeschmiert, Filter und Co. sauber machen, Schneidwerk dann auf dem Schneidwerkswagen, das tue ich dann separat unterstellen im Dorf drinne. Und ja, so gibt es dann auch noch einige Arbeiten, die zu verrichten sind. Und so schaut's aus. Ja, heute Sonntag, ich mache heute einen entspannten. Die letzten Tage waren lang genug. Und heute Morgen noch ein bisschen Bürokram gemacht, jetzt werde ich gleich heimgehen und an dem Vlog weiterschneiden, werde ich noch für euch fertig machen. Ja, wir haben jetzt 3:30 durch, perfekte Zeit für einen Kaffee. Und sonst gibt es sonst noch was zu sagen, ich überlege gerade, ja, achso, zu der Aussaat von der Gerste wollte ich euch noch was sagen. Also wir haben hier zweierlei Sorten gesät, diese hier kennt ihr noch, zumindest die, die mir hier schon länger folgen. Das ist die KWS Mosella. Die habe ich im letzten Jahr schon gehabt. Und hier haben wir die, hier steht's, hier haben wir die Almut, die ist jetzt neu, die habe ich jetzt seit diesem Jahr im Anbau. Ja, ist jeweils zweizeilige Gerste, es gibt ja auch vierzeilige Gerste. Und hier bei der Almut, die unterscheidet sich darin, dass wir hier ein TKM, ja, 1000 Korn Masse von 47,4 Gramm haben, eine Keimfähigkeit von 99%, und bei der KWS Mosella haben wir auch eine Keimfähigkeit von 99%, aber ein TKG, also 1000 Korn Gewicht, oder TKM, so kann es auch angegeben sein, 1000 Korn Masse wäre es dann in dem Fall, liegt da bei der KWS Mosella bei 54,7, meine ich, ja. Und Aussaatstärke liegen wir hier bei 160 Kilo aufs Hektar. Und ja, so sieht's aus. Gestern die Maschine noch abgedreht. Und ja, was gibt's sonst noch groß zu sagen? Also ihr merkt, ne, meine Videos, die sind immer aus der Situation raus. Da gibt's kein Drehbuch oder sonst irgendwas. Mal läuft's schlecht, ja, so wie die letzten Wochen, dass ständig irgendwas kaputt war. Im 633 Blattfuß, der Fahrmal 75C undicht. Der Roder hat Blattfuß gehabt, genau, das auch noch. Der Steier, die Geschichte, ja, was ziemlich ärgerlich war jetzt nun mal. Aber es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern. Und dann hoffe ich, dass es jetzt die nächsten Wochen es ruhiger wird. Ruhiger wird es auf jeden Fall, ja. Die Tage werden wieder kürzer, die Arbeiten werden weniger, sagen wir es mal so. Ich möchte dann auch über die Wintermonate ja, mich mehr um den Shop kümmern. Apropos Shop, da wird es dann hier auch diesen Pullover geben und auch noch anderen Merch. Habe ich jetzt schon seit einiger Zeit daheim liegen, aber ich komme einfach nicht dazu. Ist ja nicht so, dass man hier einfach einen Shop aufmacht und die Sachen verkauft und die Sachen ringsrum regeln sich von allein, sondern wenn ich ein Produkt anlege, nein, dann muss ich erstmal klar ein Design erstellen. Das Ganze muss dann aufs Textil gebracht werden. Dann muss ich Produktbilder machen. Ich muss das im Shop einfügen. Ich muss die Versandklassen hinzufügen und. Das mache ich ja alles selber. Ja? Ich habe ja hier keine Agentur oder so, die das für mich macht. Und da will ich mich dann im Winter auch noch darum kümmern. Und ja, muss mal schauen, vielleicht kremmel ich das Ganze auch ein bisschen um noch. Aber das wird sich dann in Zukunft zeigen. Ja, der Roder hat bei den letzten zwei Rodereinsätzen, also wo wir die Kartoffeln rausgemacht haben, super funktioniert. Läuft jetzt einwandfrei. Da hat man zwischendurch ja auch noch mal Löhr mit dem oberen Förderband, wo zum Verleseband gehen. Und ja, das haben wir jetzt umgebaut auf die Rutsche. Das funktioniert einwandfrei alles. Den Roder muss ich dann auch noch sauber machen und einwindern. Und ja, also es gibt einiges zu tun. Ich habe noch zu mulchen. Und. Ja. Aber ich denke, das soll es dann auch erstmal gewesen sein für diesen Vlog. Achso, und bitte, ich möchte jetzt nicht, dass jetzt Leute kommen und sagen, Firma Seiler und so, die taugt nichts. Also so Kommentare möchte ich nicht lesen. Gegebenenfalls werde ich es auch einfach löschen, weil es ist dumm gelaufen. Es ist
wirklich doof gelaufen und saumäßig ärgerlich, aber ich denke, ich habe hier auch ganz großes Pech gehabt und zuvor war ich echt auch begeistert von der Firma oder von den Leuten, die dort arbeiten und bin eigentlich auch positiv angetan des Ganzen, wobei ich jetzt natürlich auch durch die ganze Situation, wie das Ganze gelaufen ist, ein bisschen negativ gestimmt bin, sagen wir es mal so. Aber dennoch möchte ich jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt hier in den Kommentaren irgendwas Böshaftes darüber lese, ja. Weil das ist einfach fehl am Platz, ganz klar. Ich sage jetzt auch das Negative, ja, wie das Ganze jetzt gelaufen ist und nehme den Firmennamen in den Mund. Aber man muss auch dazu sagen, ja, Fehler passieren, das ist menschlich. Sowas sollte eigentlich nicht passieren, aber es kommt vor, es passiert, ja. Und im Endeffekt habe ich auch die ganze Zeit das Positive gesagt, was mir gefällt, ja, wie das Ganze abgelaufen ist damals mit dem Umbau, ja, oder mit der Betreuung, ja. Und jetzt sage ich auch das Negative, weil ich bin doch frei, ja, ich kann in meinen Videos sagen, was ich möchte. Ich stehe hier nirgendwo unter Vertrag und habe hier auch nirgendwo eine Partnerschaft laufen bisher. Ich habe zwar schon einige Anfragen gehabt, habe die aber bisher, ja, abgelehnt, nicht weil ich jetzt sage, okay, ich bin eingebildet, sondern weil ich einfach sage, ich habe jetzt keine Lust hier irgendein Werbeträger zu sein, ja, sondern ich mache Werbung, ganz klar, für Dinge, die mir gefallen und sage dann, was mir gefällt oder was mir zuspricht und was mir eben nicht gefällt, ja. Möchte jetzt da aber diesbezüglich nirgendwo unter Vertrag stehen und dann so tun, als ob, ja, boah, das Produkt ist mega geil und das ist mega geil, die Firma ist mega geil, sondern ich möchte einfach frei bleiben, frei sein und sagen, hey, oder sagen dürfen, hey, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Und das, ja, die Option hat man eben nicht, wenn man hier irgendwo unter Vertrag steht, weil da darf man meistens nur das erwähnen, ja, was einem gefällt. Und wenn einem was nicht gefällt, sollte man es am besten für sich behalten oder, ja, wie auch immer. Also, das soll es dann auch erstmal gewesen sein für dieses Video. Wir sehen uns dann, denke ich, kommende Woche wieder. Ihr seid jetzt wieder auf dem aktuellen Stand. Und dann sage ich danke fürs Zusehen. Schaut mal auf Insta vorbei, wenn ihr Bock habt. So sieht's aus. Und dann sage ich ciao, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.